Ich habe gerade ungefähr eine halbe Stunde versucht, das Video hier zum Rendern zu bringen. Da war irgendein Dateifehler, weil ich ein Preset. Presets sind Sachen, die voreingestellt sind. Also zum Beispiel einen Übergang importiert habe. Seitdem ging das Programm nicht und ich war fertig mit dem Schneiden. Und ja, ich habe eine halbe Stunde versucht, das zum Laufen zu bringen. Mit Auto ein bisschen geschrieben, alle Sachen gelöscht und was weiß ich, was ich gemacht habe. Jetzt hat es geklappt. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass das geklappt hat. Sonst müsste ich das ganze Video. Ich habe da ungefähr 3 Stunden reingesteckt, neu schneiden. Aber wollen wir nicht mit Negativität anfangen. Deswegen habe ich erstmal das Ganze zum Laufen gebracht. Und auf jeden Fall klappt das Ganze. Jetzt und meine Schwester, ich wollte das eigentlich schon viel früher filmen, aber dann kam das mit dem Importieren und alles. Hat Pancakes gemacht und ich würde sagen, wir probieren die erstmal. Aber bevor wir die probieren, was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von uns beiden. Und ich würde sagen, Intro ab. Zum Glück hat das Ganze funktioniert. Und dann müssten wir heute einfach Rest machen, weil ich das ganze Video neu geschnitten hätte. Und dann würden wir am Samstag Rest machen und Sonntag dann trainieren. Also so würde ich das machen. Ich denke, Art wird da mitziehen, weil wir sprechen uns immer ab und dann müssen wir das so machen. Oder wir würden später ins Gym gehen. Auf jeden Fall hat es zum Glück geklappt. Und jetzt würde ich sagen, wird Zeit für Protein Pancakes. Hallo. Hi. Tag. Hallo, was ist das? Das sind, sollten Pfannkuchen werden, sind jetzt aber Krebs, weil es ja Weihnachten ist. Und wo ist der Unterschied zwischen Krebs und Pfannkuchen? Das habe ich noch nie gecheckt. Krebs kann man in der Pfanne so machen. Was? Geschmacklich ist da nichts anders, nur weil man die in der Pfanne so machen kann. Doch, aber ich muss mir was ausdenken. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Das Training ist durch, Freunde. Ihr habt gesehen, ein paar Raw-Clips haben wir euch gezeigt vom Training. Heute war auf jeden Fall Pull-Day. Pull-Day B, also die letzte Einheit diese Woche. Morgen ist Rest-Day. Willi ist direkt schon nach Hause gefahren mit dem Bulli von meinem Dad, weil Hamburg spielt schon seit 20, 25 Minuten. Deswegen, das wollte er nicht verpassen. Deswegen ist er schon vorgefahren. Jetzt fahren wir auch auf jeden Fall auch nach Hause und dann wird erstmal ordentlich gegessen, denn nach dem Training habe ich Hunger und deswegen wird auch nach dem Training ordentlich reingeschafft. Willi, ja, wie steht's? 0-0. 0-0? Geschafft zu gucken. Er hat gesagt, ja, guter Kommentator, es ist kein Torschuss bis jetzt passiert, ich habe nicht viel verpasst, aber mein Kollege Henny kennt ja auch, hat gesagt, Hamburg spielt besser und das macht mir Hoffnung, schnell duschen, weil ich bin echt alles. Jetzt aber flott, ne? Ganz simpel, nach dem Training, die Post-Workout-Mahlzeit wird sein, wir haben hier ganz, ganz schnell, ganz, ganz easy 3 Toast mit Hähnchenbrust und Kochschinken, darunter ist Frischkäse. Das wird es jetzt auf jeden Fall nach dem Training ganz schnell geben, ich habe mega Hunger, danach wird es wahrscheinlich noch was geben, aber jetzt als ganz schnelle Mahlzeit eben 3 Toast reinhauen und dazu natürlich wie immer ein Tee. Jetzt erstmal will ich sein Essen bringen, der ist gerade am Fußball gucken, natürlich wollen wir den nicht verhungern lassen, ne? Hallo! Hi, Matrose! Hier, dein Post-Workout-Meal, damit du auch nicht verhungerst. Was ist das denn hier? 3 Toast, ganz simpel. Und dazu kommt gleich noch ein Chai. Dankeschön. Vollgas! Also wie gesagt, Freunde, das eine war nur die erste kleine Mahlzeit nach dem Training und jetzt gibt es erstmal die richtige Mahlzeit. Genau, die richtige Mahlzeit. Meine Mama hat ein bisschen Essen gemacht und ich würde sagen, jetzt zahle ich das Ganze jetzt mal, oder? Würde ich auch sagen. Es sind aber jetzt noch ein paar Stunden vergangen. Wir haben einige Stunden vergangen, wir haben gegessen, dann hat Willi noch das Spiel zu Ende geguckt und ich habe bis jetzt geschnitten. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir jetzt essen werden. Mach erstmal den Schrank zu. Sehr gut. Zeig mal, was jetzt gegessen wird, Bro. Ganz genau, also wir haben hier immer
Wir haben ein bisschen Kartoffelbrei. Kartoffelbrei. Ganz einfach Kartoffeln klein gehackt, also nicht irgendwie. Achso, danke. Danke dir, das. Es gibt ja auch diese Päckchen. Achso. Die Päckchen, das self-made. Ist nicht so nice. Das ist alles self-made, cool. Natürlich. Weiter geht's mit Kapusta, also einfach Salat mit Fleisch. Genau, das ist cool mit Karotten und ein bisschen Fleisch. Mageres Schweinefleisch. Also sieht so aus zumindest. Wir probieren das Ganze mal gleich und dann wissen wir, ob es mag ist oder nicht. Ja. Und halt übelst lecker eingelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, sonst will ich es euch natürlich sagen. Und wenn ihr Bock habt, das zu wissen, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und falls euch der Vlog bis hierhin gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben, weil dann sehen wir, dass euch diese Raw-Vlogs auch gefallen, wo wir nicht so viel editieren. Haben wir heute mal bewusst gemacht, dass wir nicht so viele Edits drin haben, um einfach zu gucken, ob ihr solche Vlogs auch gut findet oder halt nicht. Also wenn ihr das gut findet und wir es manchmal machen können, dann einfach einen Daumen nach oben. Also, ja. Essen wir mal. Essen wir mal. Essen wir mal, natürlich. Essen wir mal. Hashtag essen wir mal. Machen wir 450. So. 456. Dann geht's weiter mit Kapusta, aka Kohl mit Fleisch und Karotten und Soße. Und geil eingelegt. Überragend eingelegt. Erstmal Fleisch rausnehmen. Wenn ich hier sowas habe mit gemischten Sachen und wo auch Fleisch drin ist, dann nehme ich erstmal das Fleisch raus. Wenn natürlich die Möglichkeit besteht, dann weiß ich auch genau, wie Fleisch das ist. Ne? Genau. Andererseits weil weiß man das nicht genau. Und müsst ihr schätzen. Also wenn man hier eine Waage hat. Sonst eyeballen. Das lernt man auch über eine längere Zeit. Also wenn man das öfter macht, dann kann man es natürlich besser, weil man dann sieht, wie viel was ist. Und wenn man das öfter selber schätzt, bewusst schätzt. Mal haben wir auch gemacht eine Zeit lang, dass wir erstmal das Essen reingemacht haben, dann selber geschätzt haben, wie viel das jetzt ist. Und dann ist auf die Waage gekommen. Geguckt haben, dann entwickelt man einfach ein Gefühl. Sind wir beide gerade am Video schneiden. Unsere Familie war gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Da kommen sie wieder und auf jeden Fall sind das hier meine Lieblingsteile irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe die immer übelst gern gegessen. Natürlich auch gebratene Mandeln und Co. Aber diese Äpfel, ich weiß nicht, warum ich die so feiere. Ich feiere die ich einfach. Ich glaube, ich weiß wieso. Apples gleich Health. Health? Health. Health getan mit Carbs. Sugar. Carbs. Carbs extra plus Carbs. Carbs und Health. Freunde, wer kennt's nicht? Die Sachen vom Weihnachtsmarkt schmecken einfach überragend. Bin immer noch am Video schneiden. Challenge-Videos sind immer ganz lustig, weil ganz einfach aus dem Grund, man hat eigentlich nur ein paar Videodateien. Normalerweise ein normaler Vlog hat so. Wie viele Videodateien hat ein normaler Vlog? Ungefähr 50. 50 bis 70, so. So im Schnitt zwischen 45 und 65. Ja, und so ein Challenge-Video hat ungefähr 10 Aufnahmen, je nachdem, wie das jetzt gestaltet ist. Das Pizza-Video war ja mit einem kleinen Edit, da waren ein paar mehr, aber das Ding ist, man hat eine Rohdatei, die dann ungefähr so eine halbe Stunde dauert und man muss immer rausfiltern, wann wir reden, wann wir dann essen und wann lustige Momente sind, wo man dann halt pausieren muss und das zieht sich schon ordentlich. Deswegen, ich bin heute fast den ganzen Tag am Challenge-Video schneiden, aber natürlich macht das Ganze auch mega Spaß zu schneiden, weil man dann einfach sieht, wie lustig es einfach war, das zu essen. Ne? Das war, die Challenge war heftig. Also, man war danach schon ordentlich K.O., oder? Man war richtig K.O. Genau, das wollte ich noch sagen. Das Video, also das Challenge-Video haben wir gestern aufgenommen und ohne Mist, ne? Ich habe in der Nacht, hatte ich 2 Sprudelwasserflaschen oben. Die habe ich komplett weggeplättet. Und dann hatten wir noch von irgendeinem Meal haben wir ab und zu süße Getränke hier. Und ich hatte keine Lust, extra runterzulaufen und irgendwie Wasser zu. Dann habe ich einfach das getrunken. Eigentlich das, ich hasse es, in der Nacht Süßes zu trinken, aber ich konnte nicht mehr. Ich auch. Mein Mund war so ausgetrocknet von dem ganzen Salz, das war unmenschlich. Weißt du, was heftig richtig, also ich fand richtig nice, einfach dieses Gefühl, wenn man getrunken hat, wie befriedigend das war, Wasser. Ich wünschte, ich könnte das Gefühl immer haben, wenn ich trinke, nur, dass du danach dann halt nicht diesen normalen Durst hast, nur, dass du, wenn du trinkst, das ist so befreiend einfach. Also ich kann mir heftig vorstellen, wie Leute sind, die so kein Wasser haben und dann Wasser haben. Boah, vor allem dann den Luxus zu haben, Sprudelwasser zu haben. Ich liebe Sprudelwasser. Nicht zum Essen, doch zum Essen, aber nicht, wenn man viel trinken muss. Ja, nur so. Aber da, das ist halt das Ding. Normalerweise kann man nicht viel Sprudelwasser hintereinander trinken, aber an dem Tag, das war, normalerweise tut das weh. Ich habe so geplättert die Flasche, eine nach der anderen. Und ich würde sagen, langsam müssen wir wieder mal essen, es ist schon fast 12 Uhr. Und wir haben, also ich habe jetzt 1000 Kalorien drin. Ich hätte gerne einen Muskelshake. Hallo! Mrs., Sie arbeiten doch hier. Könnte ich einen Muskelshake haben? 2,5 Minuten, da macht man nichts mehr. Oh. Ich glaube, wieder zurück. Okay, ciao. Oder sollen wir noch eine Runde Billard spielen? Glaubst du ehrlich, das wird fair? Let's do it, man. Könnte ich bitte das Equipment zum Billard spielen haben? Ja, aber jetzt her damit.
Ich habe nicht vorgearbeitet. Ich habe schon die ganzen Umkleidekabinen gemacht und den ganzen Müll und so. Dann kümmere ich mich mal gleich um dich. Schon mit diesem Video, Freunde. Ha! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. The only way back to you, back to you.